In Fribourg, in der französischsprachigen Schweiz, wurde Jean Tengeli geboren, 1925. Ein Maler und Bildhauer, Hauptvertreter der kinetischen Kunst, das heißt von bewegten Objekten. Es gibt in dieser ausnehmend schönen Stadt Fribourg ein Museum, das Tengeli und seiner Kunstgefährtin und späteren Ehefrau Niki de Saint-Phalle gewidmet ist. Das Museum ist nicht riesengroß, aber doch groß genug, um einen guten Eindruck vom Werk Niki de Saint-Phalles und vor allem Tengelis zu geben. Der Eintritt ist übrigens frei. Die Mitarbeiter sind aufmerksam und hilfsbereit, auch gegenüber Gästen, die nicht Französisch sprechen.